Aufsteiger Elversberg war zu Gast bei Absteiger Aue. Und ja, so verrückt ist diese dritte Liga. Das hieß vorletzter gegen Tabellenführer Horst Steffen mit seiner Mannschaft zu Gast bei Carsten Müller. Aues Chefcoach tauschte im Vergleich zur Niederlage gegen Verl auf 5 Positionen. Und das machte sich bemerkbar. Die Veilchen von Beginn an mit ganz viel Druck auf den Elversberger Kasten. Sorge, Minute 15. Elversberg unter Dauerbelagerung. Der Abschluss des Innenverteidigers rauschte abgefälscht. Knapp vorbei. Das Kellerkins mit richtig starkem Auftritt. In Durchgang Nummer 1, Taffertshofer mit dem nächsten Versuch, 24. Spielminute. Sie schnürten die Gäste aus dem Saarland regelrecht in der eigenen Hälfte ein. Das war bemerkenswert. Nur das Tor ist viel nicht, auch nicht in der 30. bei diesem richtig guten Freistoß von Maxi Ziel. Aue ließ die beste Offensive der Liga kaum zur Entfaltung kommen. Es war fast Einbahnstraßenfußball. 32. Minute. Besson, der rutscht in die Startformation hinein. Fellhauer kloppte über den Ball, aber Christoph im Tor war wach. Aue mit einem furiosen ersten Abschnitt. Nur die Belohnung fehlte in Form des Treffers. Ansonsten hatte Carsten Müller, glaube ich, überhaupt nichts zu meckern. Durchgang Nummer 2. Elversberg mit dem ersten Eckball, 59. Spielminute. Und so wurde der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Der Spitzenreiter schlug mit dem ersten Eckstoß zu. Und natürlich war es Schnellbacher, der Kapitän, mit seinem 9. Saisontreffer. Klasse Kopfball. Aue ganz bitter erwischt. Aber Aue mit super Reaktion. Direkt nach dem 0:1. Die Balleroberung. Dann der starke Thiel und Correa mit dem Fehler und Besson dazwischen. Nur eine Minute nach dem Rückschlag glich Aue aus. Und dieses Tor war sowas von verdient. Aue investierte unglaublich viel. Dieses 1:1 war maximal leistungsgerecht. Ein fantastisches Drittligaspiel mit einer ganz heißen Schlussphase. Beide wollten den Sieg und auch Elversberg bekam noch die ein oder andere hochkarätige Gelegenheit. Voltemade eingewechselt, legte aber nicht quer auf Kapitän Schnellbacher. Das musste in der 81. eigentlich das 2:1 sein. Mennel war zur Stelle und Mennel musste dann sogar nochmal ran. Und zwar gegen den eingewechselten Waldrin Mustafa. Die letzte Aktion des Spiels gehörte Elversberg. Aber es blieb beim 1:1 unterm Strich dann leistungsgerecht nach einem spektakulären Drittligaspiel. Wir sind ja nicht so zufrieden mit dem Spiel. Gerade die erste Halbzeit nicht gut ins Spiel reingekommen. Aue hat sehr viel Druck gemacht. Die haben es heute sehr gut gemacht. Kompliment auch an Aue. Also was die geackert und gekämpft haben. Ich kenne die Situation, schwierig unten rauszukommen. Aber mit so Leistung kommt man da auch sicher unten raus, auf jeden Fall. Heute war es ein mega geiles Spiel. Von Anfang bis zum Ende. Wir haben es leider nicht belohnen können mit dem Dreier. Ich glaube, heute wäre es verdient gewesen. Aber die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, macht mich unheimlich stolz. Verrückte dritte Liga. Aue zeigt die vielleicht beste Saisonleistung, rutscht nach dem 1:1, aber ab auf den letzten Tabellenplatz. Und Elversberg bleibt Spitzenreiter und in der Fremde 2022 weiter ungeschlagen.